Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir sind gerade beim hammergeilen Baustoffhandel und ja, sind dabei, die ersten Materialien für den Bahnhofsvorplatzausbau abzuholen. Ja, wir haben noch einige Fahrten vor uns, so wie es aussieht. Haben gerade in der letzten Folge gegen Ende beladen und jetzt fahren wir erstmal zurück zur Baustelle, die hier direkt um die Ecke ist. Wir müssen also gar nicht weit fahren, das heißt, wir haben wenigstens keine lange Fahrzeit und es lohnt sich auch eigentlich dafür nicht, irgendeine Schnellreise zu machen. Wir müssen mal gucken, ob wir die ganzen Sachen hier auf dem Pritschenwagen geladen bekommen. Ich befürchte ja nicht, aber wir werden es dann spätestens beim Beladen merken, ob es irgendwie klemmt oder nicht. Aber vielleicht können wir die paar Meter auch einfach schummeln dann und tun es irgendwie quer auf den LKW verladen, das sehen wir aber dann. So, da vorne sehen wir schon unseren Liebherr-Kran stehen, unser wunderschönes Teil. Sind wir auch schon an der Baustelle. Die Ampel ist natürlich jetzt blöd, wenn man eigentlich hier nur so schnell Baustellenverkehr haben will. Gerade mal die Sachen hinbringen, wieder zurückfahren. Aber naja, vielleicht haben wir ja Glück und die Ampel ist nicht so häufig rot. Müssen wir mal gucken. Wir müssen die Sachen ja auch passend verteilen. Jetzt. Ich weiß nicht, unser Kran reicht dafür nicht aus. Der sieht zu klein aus. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hier hin. Die Kabeltrommel musste aber hin. Das heißt, ich lade hier schon mal die Kabeltrommel aus. Und dann der Rest muss, glaube ich, da hinten hin. So wie es aussieht. Also würde ich jetzt auf den ersten Blick mal sagen. Ich positioniere mich gerade aber nochmal ein bisschen anders. Weil sonst stehe ich hier halb auf der Straße und halb nicht. Das ist auch ein bisschen ungünstig. Wieder, dass der Verkehr hier weiter vorbeiläuft. So, Warnblinker machen wir auch mal mit an. Ich konnte gerade irgendwie nicht den Kran bedienen. So, jetzt müsste es aber gehen. Dann laden wir erstmal die Rolle ab. Ich glaube, die anderen Teile müssen da hinten hin, aber man erkennt das ein bisschen schlecht. Das ist irgendwas, was auf einer Palette steht. Hier sind die großen Teile wahrscheinlich. Ne, man erkennt es wirklich, wirklich schlecht. Also ich bin mir nicht sicher, wo jetzt was hin muss. Ich denke, kann sein, dass wir jetzt da Sachen anhängen, die am Ende gar nicht hier hin sollen. Hier würde ich fast sagen, das sind die Gitter. Irgendwas auf einer Palette. Das sind die Sachen auf einer Palette. Ja, das Wellblechdach ist auf einer Palette. Boah, das ist jetzt echt ein bisschen gemein. Nee, ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Okay, hier wurde auch schon ausgebaggert, sehe ich ja jetzt erst. Das ist halt jetzt echt gemein, dass ich nicht weiß, wo die Sachen hin sollen. Ich erkenne es nicht genau. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo ich das nachgucken kann. Können ja gerade nochmal in die Missionsbeschreibung gehen, aber ich denke mal, Materiallieferung, nee, da sehen wir nur, was wir alles brauchen, aber nicht, wo es hin soll. Empfohlene Baumaschine, ja, die empfehlen den größeren Kran, den haben wir aber nicht. Den haben wir nicht, sonst hätte man es einfach ausprobieren können. Na gut, wir probieren es. Ich hänge einfach nochmal was an. Es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Ich hänge einfach nochmal irgendwas an. Schau, ob es passt. Und wenn nicht, müssen wir es halt umladen oder umstellen. Ich glaube aber nicht, dass es die Teile sind, weil die haben keine Palette drunter. Und wir brauchen irgendwas mit Palette hier. Und was größer ist. Ich teste jetzt einfach nochmal schnell durch. Nee, hier passt es nicht hin.
Auf keinen Fall. So, dann stellen wir es einfach mal dahin. Kommt der Kran dahin? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Egal, ich wollte es jetzt nicht nochmal auf den LKW draufschmeißen, sondern ich wollte die Palette darunter probieren, weil die steht wenigstens auf einer Palette. Also die Lieferung. Wellblechdach. Die probieren wir jetzt hier nochmal aus. Wenn die nicht passt, dann laden wir die wieder auf zumindest und fahren auf die andere Seite. Da müsste irgendwie noch so eine Hilfe rein, dass man genau weiß, wo was hin muss, weil mit den Bildern, ich kann nichts damit anfangen. Sieht auch zu klein aus, genau. Das daneben ist bestimmt auch das Gitter. Ja, aber ich war mir einfach nicht sicher. Hätte ja sonst was sein können. Ja, dann bauen wir mal um. Beziehungsweise. Ja, wir setzen jetzt einfach mal schnell zurück. Fahrmodus. Ja, die anderen Sachen, die holen wir gleich dann nochmal hinter auf den richtigen Stellplatz. Wenn es dann der richtige Stellplatz ist. Ich finde, es sind viel zu wenige Stellplätze für die ganzen Sachen, die wir eigentlich holen sollen. Ich hoffe mal, die Sachen passen jetzt hier hin. Wenn nicht, stelle ich die einfach irgendwo hin. Falsche Taste. Ach, schon wieder falsche Taste. Gerade läuft's wieder. Ja, ich bin heute nicht so ganz bei der Sache. Das merkt man aber auch wirklich. So. Gut. Ja, irgendwie ist es gerade grafikmäßig da ein bisschen was am Rumbacken, aber passt schon irgendwie. So. Ich heb die Sachen jetzt einfach mal da hinten hin. Entweder es wird vom Spiel akzeptiert oder ich stelle sie neben den Kran. Dann können wir notfalls... Ah, okay, das sollen die Sachen... Das hätte ich im Leben nicht erkannt. Das hätte ich im Leben nicht erkannt. Gut, das war aber jetzt nur eine Palette, die da hin sollte. Davon glaube ich. Die anderen sollen da bestimmt nicht hin. Wobei, diese länglichen Sachen könnten doch auch die Sachen sein. Ich bin komplett verwirrt. Wir werden es merken, wir werden es merken. Wie gesagt, wenn ich schmeiße es einfach hin, dann sehen wir dann weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir mit unserem Kran die Mission abschließen können oder nicht. Ist das hier? Nee, ist es nicht. Dann probier es mal hier. Passt da irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Gut, dann stelle ich es jetzt einfach hier mir in den Weg hin. Wahrscheinlich macht mir das am Ende dann Probleme, aber was würde ich machen? Das ist echt ein bisschen fies. Das ist echt ein bisschen fies. Ich meine, klar, normalerweise könnte man es auch einfach auf dem LKW stehen lassen. Ja, wenn man hier einen großen Auflieger hat und packt das alles da drauf, kann man das auch auf dem LKW einfach hier liegen lassen. Hier ist ja der Parkbereich markiert auf dem Bürgersteig. Aber ich habe ja jetzt keinen großen LKW geholt, weil ich es halt mit meinen Fahrzeugen abschließen wollte, die Mission oder machen wollte. Das ist dann halt ein bisschen komplizierter. Ja, nee, hier ist also auch nichts mehr dafür. Ja, ich bin wieder voll die Abrissbirne gerade. Okay, ab jetzt ist da Parken erlaubt. Ja, gut. Dann stelle ich das auch gerade einfach mal nebenhin. Es kann sein, dass wir das dann nachher nochmal alles aufladen müssen. Oder dass wir dann vielleicht doch später noch einen anderen Auflieger brauchen. Das weiß ich aber jetzt nicht. Kann sein, dass wir das alles in den Parkbereich da stellen müssen. Wenn keine genaue Markierung da ist, müssen wir das wahrscheinlich da in den Parkbereich stellen mit dem Fahrzeug. Heißt, wir werden das natürlich wahrscheinlich gleich wieder aufladen müssen alles. Aber ich hole jetzt die ganzen Sachen erstmal her und verteile die, wo ich es platzieren kann. Und danach sehen wir weiter. Rote Ampel. War ich nicht. Ich habe Warnblinker an. Ich darf das. Warnblinker, ich darf das.
Weil für diese ganzen Sachen sind da keine Markierungen da. Heißt, ein Teil wird auf dem LKW bleiben müssen. Das wird noch sehr interessant. Es kann noch große Probleme geben. Ich würde jetzt auf jeden Fall den Stahl hier mitnehmen. Weil ich glaube, dafür habe ich den Platz gesehen. Alles andere müssen wir dann schauen. Bei allen anderen bin ich mir überhaupt nicht sicher, wo das hin soll. Okay, wenn wir das mitnehmen, ist der LKW schon wieder fast voll. Perfekt. Ja, müssen wir mal schauen. Ups. Noch ein bisschen weiter nach hinten dran schleifen oder so. Nee, geht nicht. Ich hab's auch falsch herum übrigens, aber das Spiel tut's ja gleich wieder ausgleichen. Ja, dann haben wir das schon mal drin. Ne? Für die anderen Sachen habe ich ja momentan keinen Stellplatz. Das wäre Blödsinn, die mitzunehmen. Die Sachen sind zu groß. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas davon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das ist echt ein bisschen schwierig. Das wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn wir jetzt wirklich dann einen Teil Auflieger lassen müssten, wenn wir da jetzt einen hätten. Und für ein paar Teile dann Stellplätze da wären. Das wäre ja auch irgendwie auch verwirrend. Das hätte man sich dann auch irgendwie sparen können oder den Spielern mehr Freiheit geben können. Weil das ist doch kackegal, ob es noch auf einem LKW drauf liegt oder ob es da irgendwo rumsteht. Hm. Das ist alles sehr fragwürdig. Also sehr merkwürdig. Noch mit, ganz da hinten. Da könnte ich mir auch noch den ein oder anderen Stellplatz vorstellen, wobei ich mir halt auch überhaupt nicht sicher bin, was das sein soll. Palette Betonschalung, okay. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Ehrlich, ich weiß nicht, wohin damit. Wir nehmen es einfach mal mit. Ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, dass ich so übereinander stapel, weil dann komme ich nicht direkt an die untere Palette dran, wo ich weiß, wo es hin muss, aber naja. Hauptsache, wir haben erstmal alles bei der Baustelle. Beziehungsweise, die passt nicht mal dahin. Ja, Spiel, so wollte ich das. Genau, ich finde, das passt gut. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Können wir das auch irgendwie noch so geil verstauen? Die ganzen Stahlträger. Okay, das Spiel will das angeblich jetzt genau auf dem anderen drauf platzieren. Ich glaube, wenn ich das mache, mache ich mir selber das Spiel kaputt. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlau. Schade, dass man nicht so fahren kann. Ich würde den Kran gern so lassen, dann ist es ja gestützt, dass es nicht kippen kann. Aber gut, ich glaube, ich lasse es einfach mal hier. Weil so bringt das nichts. So bringt das nichts. Das passt leider nicht mehr drauf. Muss ich mich geschlagen geben. Komm, hoch damit. Noch ein Stück nach vorne. Kann ich das jetzt ernsthaft nicht hier hinstellen wegen meinem LKW? Doch, kann ich. Ja, gut, dann machen wir wieder zurücksetzen, damit es schnell geht. Fahrmodus. Ja, die eine Palette, die liegt halt echt wirklich perfekt auf dem Fahrzeug. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut. So hat sie wenigstens drauf gepasst. Und die ist ja auch gesichert. Die kann jetzt nicht vom LKW runterfallen.
Ich darf so fahren, ich habe Warnblinker an. Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz unschönen Bug gefunden mit der Fracht. Ja, das Spiel zeigt uns deswegen jetzt lauter Hinweise an. Ich hoffe mal, das hört gleich wieder auf, wenn das abgeladen ist. Wenn nicht, muss ich mal speichern und neu starten. Coole Ampel, man sollte nicht aufs Handy gucken. So. Die Stahlgitter, die sollen, bin ich mir ziemlich sicher, hier vorne hin. Bin ich mir ziemlich sicher. Was das andere sein soll, ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es. Und da müssen wir vielleicht unseren LKW nochmal beladen mit den ganzen anderen Sachen, die hier rumstehen. Können die Stützen aus. Oh, wobei, ich habe die eine Palette vergessen. Das ist nicht gut, wenn die jetzt ausgefahren werden. Boah, es passt gerade so. Es hat gerade so gepasst. Ja, spiele ich. Ist jetzt ein bisschen buggy, aber ich hoffe, es lässt mich gleich wieder in Ruhe mit den ganzen Meldungen. Das war auch nicht so ganz geplant, dass es da hingestellt wird. Ah, wenn ich... Boah. What the fuck? Alles klar, ich glaube, es läuft. Aber okay, wenn man es anhakt und es gehört irgendwo Spezielles hin, dann leuchtet es schon hellblau auf. Gut, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Das heißt, so kann man eigentlich recht schnell testen, ob das hier hingehört oder nicht. Wenn ich jetzt die Sicht so drehe, dann müsste doch, wenn ich jetzt das Grüne anhake und es irgendwo hin soll, müsste es doch dann ein bisschen heller aufleuchten als die anderen Sachen. Oder? Ich denke ja. Ja, das kommt da vorne hin. Alles klar. Das kommt an die andere Stelle. Ich muss es jetzt nur mal ein bisschen wegstellen. Kann ich das einfach so hier halb drauf fallen lassen oder muss ich jetzt wirklich auf die Straße stellen? Na komm, wir stellen es auf die Straße. Okay, da können wir die Sachen auch abstellen. Das heißt, wir können die Sachen dann holen und da platzieren. Beziehungsweise ich kann hier die eine Palette, wo ich nicht weiß, wo die hin soll, kann ich da hinstellen. Dann zählt die auch schon als angeliefert, denke ich mal. Auf jeden Fall hier hin. So, die Palette neben uns, beziehungsweise die Ladung neben uns, die stellen wir jetzt auch auf den Entladebereich. Dann sollte das theoretisch auch als angeliefert zählen. Gehe ich jetzt einfach mal sehr, sehr, sehr stark von aus. Das liefern wir ein bisschen da hinten an. Dann kommen wir vielleicht mit dem Kran da auch hin. So. Palette Betonbauteile. Die haben wir hier. Die nehmen wir jetzt nochmal auf. Tun wir auf unsere Ladefläche drauf. Dann fahren wir die gerade da vorne hin. Das ist halt, was viele gemeint haben. Das Spiel macht es einen zu einfach, weil halt die Sachen automatisch, egal wie man sie jetzt da liegen hat, zum Beispiel ich jetzt so halb auf der Ladebordwand, drück einfach eine Taste und zack, es steht drauf. Aber ich meine, es steht ja jeden frei, ob er es so spielen möchte oder ob er es einfach besser platziert und dann das Spiel halt am Ende nur noch ein oder ja, festmacht. Kann man ja für sich selber entscheiden. So, dann fahren wir mal ganz schnell hier hin. Können wir vielleicht von hier aus die anderen Paletten da auch noch rausschmeißen? Oder wir laden die jetzt gerade nochmal dann auf und bringen die draußen hin auf die Ladefläche. So. Einfach schon wieder krass, wie lange wir jetzt hier am Rumwerken sind, nur für diese Materiallieferung.
einfach krass. Schnell diese Zeit hier vergeht. So, ich will es einfach nur draufschmeißen, damit wir das dann rausbringen können. So, ich würde aber sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit Material anliefern und dann geht es auch, denke ich mal, hier schon los mit dem Aufbauen. Müssen wir dann schauen, ob wir mit unserem Kran hinkommen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe ihr auch. Macht's gut. Bewerten nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy.